Ist es so, wenn du eine Driving Force bist und richtig Schmackes in deinen Energien hast, dann musst du dich gar nicht so sehr mit Schutzmagie auseinandersetzen. Es klingt jetzt irgendwie krass, aber wenn du so richtig in deinem Saft stehst und es gibt ja Menschen, die haben einfach mehr Energie und es gibt auch hier ein bisschen weniger Energie. Aber wenn man so eine richtig krasse Nudel ist mit krassen Energien und krasser Leistungsfähigkeit, dann muss ich ehrlich zugeben, diese Leute kann man fast gar nicht verfluchen, weil ihr natürliches Schutzschild so stark ist, dass es einfach nicht geht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, alles hat auch Nachteile. Diese Art von Menschen sind sich selbst der größte Feind und stehen sich regelmäßig selbst im Weg. Und das ist das größte Nachteil daran, der größte Nachteil daran.